Es ist Montag und gleich ist 17 Uhr und da kommt... Tag! So sieht's aus. Wir haben diese Themen für Sie. Eine Pack... Du machst das doch freiwillig und nicht unfreiwillig. Ja. Das ist der Unterschied. Bis gleich. So sieht's aus. Bis gleich hier bei TAF. Und ich hab's auch nicht... So, wir starten heute mit einer ziemlich skurrilen Geschichte. Unser Lukas Podolski wurde nämlich kurzerhand zum Flüchtling gemacht. Ja, das ist jetzt kein blöder Scherz oder so. Über diesen Artikel eines amerikanischen Newsportals macht sich jetzt zu Recht die ganze Welt lustig. Nichts als die Wahrheit gibt es dafür jetzt, ne? Denn das folgende Statement vor laufender Kamera, das ging ziemlich nach hinten los, aber nicht wegen der Person, die es abgegeben hat, sondern einer Kollegin, wegen einer Kollegin hinten im Hintergrund, genau. Genau, diese welche wild gestikulierende Lady heute für einen internationalen Shitstorm sorgt und wie sie das Ganze heute auch noch erklärt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, Sie müssen immer alles zählen, strukturieren, ordnen, sortieren. In Deutschland leiden rund 2 bis 3% aller Menschen unter Zwangsstörungen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind rund 2,5 Millionen Leute. Tendenz ist steigen. Und wir haben Frauen und Männer getroffen, die uns von ihrem Schicksal erzählt haben. Ich muss das tun. Ein Leben unter Zwang. Boah. Echt krasse Geschichte, ne? Ja. So, und jetzt kommt was ganz anderes. Denn stell du dir jetzt mal vor, ne, dass sich durch ein Foto dein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Bei manchen Promis ist das ja wirklich so. Da kommen ja manchmal Sachen ans Licht. Das ist wirklich unglaublich. Und das Ganze nur durch ein Paparazzi-Foto. Mhm. Ja, Drogensucht, Affären, Lügen und so weiter und so fort. Da wurden die ein oder anderen Promis wurden schon richtig eiskalt erwischt. Das ganze Leben hat sich auf den Kopf gestellt, wie du gesagt hast. Also, hier sind die krassesten Promi-Enthüllungen. Ja, das ein Po wächst nicht kontinuierlich, sage ich nur dazu. Aber egal. Ja, aber nicht so. Hier, apropos viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Am Samstag musste ja Sarah Knappig das Promi-Big Brother-Haus vorzeitig verlassen. Und anscheinend ist sie jetzt am Ende. Ja, wir haben sie direkt nach dem Auszug interviewt und ihr natürlich mal die Hetzkampagnen der anderen vorgespielt. Denn von denen wusste sie bis jetzt noch nichts. Ja, aber so viel sei schon mal verraten. Wir mussten das Interview abbrechen. Warum, sehen Sie selbst. Weiter geht's mit Taylor Swift. Die hat tatsächlich den kompletten Inhalt ihres Instagram-Accounts gelöscht. Und welche wunderschöne Schauspielerin leider gar nicht mehr wiederzuerkennen ist, das erfahren Sie jetzt im TAF Klatsch. Ja, richtigen Einsatz zeigen auch diese Ladies hier. Guck mal da. Ja, auch unser Gewinnspiel kann sich sehen lassen, aber nicht so schön wie da. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf eine PlayStation 4 Pro, ein iPhone. Legen wir noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 1000 Euro. Das alles können Sie bekommen unter der Glücksnummer 01379446000. Dort bitte das Kennwort Mega nennen oder Mega per SMS an 3x4, 3x1 schicken. Wir drücken die Daumen. So sieht's aus. Bis gleich. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt aber erstmal was ganz anderes. Stellen Sie sich einfach mal vor, was ist das, ne? Wenn sich durchtrainierte Models in orangene Badeanzüge quetschen, dann in Zeitlupe am Strand herlaufen und dabei auch noch Leben retten. Dann ist man natürlich bei Baywatch. Ja, lecker. Und wie sieht Rettungsschwimmen in der Realität aus? Das haben wir mal rausgefunden. Wir sind an die Ostsee gefahren und haben da festgestellt, dass es auch beim Leben retten nicht nur ums Leben retten geht. So, die 90er sind zurück und zwar nicht nur in Sachen Baywatch. Und das erkennt man vor allen Dingen daran, dass ich fast zum allerersten Mal fast auf Augenhöhe mit meinem lieben Kollegen stehe. Ja, aber fast. Guckt euch das mal an. Und dabei bist du doch mal voll im Trend. Und da, man muss wirklich nicht viel Geld ausgeben, um im Trend zu sein. Das lernen wir jetzt im TAF Trend. Steht man damit auch fest eigentlich? Oder? Ja. Ach, schön. Ja, Gartentipps hatten wir auch selten bei TAF. Ne? Aber finde ich auch sehr schön. So, jetzt gibt es noch was anderes, nämlich unser Gewinnspiel. Also, nutzen Sie jetzt wieder Ihre Chance auf eine PlayStation 4 Pro, ein iPhone 7. 7944-6000, Ihre Nummer zum Glück. Dort wird das Kennwort Mega nennen oder Mega per SMS an 3x4, 3x1 schicken. Und gleich sehen wir uns wieder, und zwar auf dem Dach eines fahrenden Zuges. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder bei TAF live aus München und wir haben jetzt tatsächlich noch was sehr Heftiges für Sie, denn wir gehen jetzt ab in die USA zu den sogenannten Train Kids. Das ist eine Jugendbewegung, klingt jetzt erstmal alles ganz harmlos. Ja, ist allerdings alles andere als das. Sie reisen illegal auf Güterzügen und riskieren damit nicht nur eine Gefängnisstrafe, sondern auch ihr Leben.